Der Krieg in der Ukraine geht mit unvermittelter Härte weiter. Die Leidtragenden sind die Menschen im Land, die mittlerweile nicht einmal ihre eigenen Wohnungen oder Häuser heizen können. Die Gemeinden Laxenburg und Wiener Neudorf konnten jetzt nicht länger zusehen und leisteten spontan Akuthilfe. Und habe gedacht, das Sinnvollste ist wahrscheinlich Stromgeneratoren, weil kein Strom, keine Heizung, Ärzte, die mit Stirnlampen arbeiten müssen, das soll dann doch nicht sein. Es wird immer kälter und so haben wir uns entschlossen, 4 Generatoren zu spenden. Und das hilft uns, das hilft den Menschen, diesen Winter zu überstehen. Dieser Winter, die Leute leiden in der Ukraine enorm, aber sie wissen, warum sie leiden, weil sie diesen Winter, diesen Krieg auch überstehen müssen. Dabei bringen die Dieselgeneratoren einen entscheidenden Vorteil. Weil Diesel in der Ukraine, so wurde es mir erzählt, leichter zu bekommen ist als Benzin. Und ich bin sehr froh, wir haben von unserem Lieferanten, der uns bis jetzt die Stromaggregate für unser Blackout-Szenario geliefert hat, 4 Aggregate bekommen, was nicht selbstverständlich ist, denn diese sind eigentlich weit und breit ausverkauft. Aber er hat gesagt, wenn wir diese diesem guten Zweck übergeben und spenden wollen, dann sollen sie wir bekommen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass mein Bürgermeisterkollege Herbert Janschke sich auch bereit erklärt hat, sozusagen 2 zu spenden. Und somit können wir heute 4 übergeben, 2 von der Gemeinde Laxenburg, 2 von der Gemeinde Wiener Neudorf. Ein Aggregat bringt es dabei auf eine Leistung von rund 4,4 Kilowatt. Das reicht aus, um die notwendigste Infrastruktur am Laufen zu halten. Man kann so eine Art Wärmestuben oder Wärmezelte betreiben und ich glaube, das ist momentan nötig. Also wir können uns das gar nicht vorstellen, wie das sein wird mit kleinen Kindern, mit Kranken, mit älteren Personen bei Null, bei Minusgraden zu leben zu müssen. Das schafft man in den eigenen Wohnungen nicht mehr und es werden dort Wärmestuben und Wärmezelte, wie wir gehört haben, eingerichtet und dazu braucht man diese Aggregate. Knapp vor der Übergabe in Wien sind wieder 60 russische Raketen in der Ukraine eingeschlagen. Der ukrainische Botschafter brachte die Lage in seiner Heimat mit einem Zitat eines ukrainischen Elektrikers auf den Punkt. Ja, es ist sehr, sehr hart, aber wir Ukrainer, unser Wille ist viel, viel stärker als die Kraft von russischen Raketen. Laxenburg und Wiener Neudorf leisten ihren Beitrag, das daraus resultierende Leid zu lindern.